Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, oft wird sich die Frage bei Pflanzen gestellt, wie schnell, ja, wachsen die eigentlich? Ist ja auch nicht ganz uninteressant, muss man berücksichtigen bei der Gartenplanung. Ich habe mich das auch früher gefragt, bevor ich die Pflanzen gepflanzt habe. Und hier geht es einmal um den Spierstrauch, ja. Da möchte ich euch einmal sagen, wie schnell diese Spiere im Jahr wachsen. Ja, ich habe meine Spiere schon eine Weile. Ich schneide die natürlich im Frühjahr immer vor der Brut- und Nistzeit zurück. Und jetzt im Herbst kann man dann eben mal ganz gut nachmessen, ja, was die so im Jahr gewachsen sind. Und das machen wir einmal. Ich habe hier eine Schnittstelle. Und jetzt nehme ich mal einfach das, was entsprechend neu zugewachsen ist, nachgewachsen. Und das sind hier 50 cm. Nehmen wir nochmal einen anderen. Ja, hier kommen wir auf 55 cm. Und ja, das ist schon ordentlich. Dieses Jahr hatten wir einen Sommer, der recht, ja, von den Temperaturen etwas überdurchschnittlich wärmer war, aber wir hatten vor allem viel Regen. Ja, und ich hatte sie sehr, sehr stark zurückgeschnitten und ein bisschen zu viel habe ich zurückgeschnitten. Deshalb hatte ich auch gut gedüngt, um eben das Wachstum ein bisschen zu beschleunigen. Und so bin ich jetzt dieses Jahr auf 50 cm gekommen. Das ist ein bisschen mehr als sonst. Sonst lag ich immer so zwischen 30 und 40 cm. Aber das ist ja das, was man an Wachstum im Jahr hier bei dieser Pflanze hat. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ich habe euch hier nochmal alles verlinkt zur Pflege dieser Pflanze, damit eure Pflanze auch schön und kräftig wächst. In diesem Sinne, macht's gut, euer MacPaverick.